Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Warriors. In der letzten Folge haben wir hier in Kapitel 6 die Hirschulis-Prinzessinnen kennengelernt. Wie ihr schon mitkriegt, ich habe gerade Probleme mit meinem Hals, deswegen hört sich meine Stimme vielleicht komisch an und sonst was. Aber naja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein Missverständnis gehabt und ja, ich habe dann Offcam mal im Feldlager, im Fiebelmarkt, bei Robin was gemacht, was ich hätte nicht machen sollen. Und zwar habe ich bei den Stärkungsfibeln oder auch nicht, weil eigentlich habe ich das Meistersiegel eingesetzt, aber das hat anscheinend nicht gespeichert. Alles klar. Das heißt, die ganzen Fibeln, die ich nach der letzten Folge eingesetzt habe, hat es nicht eingesetzt. Ganz geil. Naja, dann machen wir es jetzt, weil sonst hätte ich euch gezeigt, was passiert. Dann sehen wir jetzt eine kleine Cutscene bei Robin. Und zwar, wenn wir die Meistersiegel einsetzen. Normalerweise habe ich schon gemacht gehabt, aber mal, wenn es nicht gespeichert wird, kann ich nichts für. Und zwar ist er jetzt in eine neue Klasse gestiegen. Und der kriegt dadurch überall richtig fett Stärkung rein, ne? Die Frage ist halt, ist es die einzige Aufstiegsfibel? Oder nicht? Na, jetzt müssen wir auf jeden Fall gucken. Weil, ich weiß nicht, ich habe eigentlich letzte Folge so viel eingesetzt, ne? Na, lassen wir es einfach. Jetzt habt ihr gesehen, was passiert, wenn man das Meistersiegel einsetzt und wir machen jetzt einfach weiter hier in Kapitel 7. Und zwar werde ich dann wahrscheinlich wieder Offcam die ganzen Fibeln kaufen, hoffe halt nur und schaue, dass ich es dann speichere. So. Hirschulis Prinz. Rowan bricht nur einen Moment, nachdem Hinokas Verwirrung geklärt wurde, mit hohem Fieber zusammen. Seine Freunde eilen zu ihm, doch ein altbekanntes Gesicht stellt sich ihnen in den Weg. Fangen wir an. We've got to hurry up and find Hinoka and Sakura's brothers. Are you all right? Yeah, I'm okay. Rowan, you're burning up, and your entire body is bright red. I think I've seen this illness before. It could be fatal if you aren't treated. What? I'm sorry. I should have noticed sooner. I think I'm okay, Sakura. I'm not as sick as I look. We can't get medicine in a place like this. We should head somewhere and... Oh, I think I saw herbs that looked promising at a fort we passed by. Those herbs, they might be able to cure him. If Sakura thinks there's a chance, then we've got to head back at once. I caused you some trouble jumping to conclusions. I'll make up for my mistake. Thank you, Hinoka. I ran into some people earlier, but they were dressed like I've never seen. Their style definitely wasn't Hoshiden, but I don't think it was Norian either. If you, with your eye for style, couldn't recognize the clothes, where are we if not Hoshido or Nor? I have no idea. We should keep trying to regroup with your siblings, right? Yes, I thought they were with us, but I haven't seen them anywhere. Lord Takumi, we've found Lady Hinoka and Lady Sakura. They appear to be prisoners of an unknown force. They've been captured? We've got to go save them. Na, schon wieder ein Missverständnis. Alles klar, egal. Besiege Oboro und Takumi. Okay. Karte. Okay. Ready for orders. Angriff. What? Angriff. Yes, sir. Ja. Ich glaube, den will ich nicht mal bekämpfen. Ach, der ist, also sie ist der Festungsmeister, okay. Naja, dann Schlacht beginnen. Mal gucken, wie wir die Schlacht jetzt beginnen. Und was wir machen müssen, ne? Ich meine nicht wie, sondern mit wem. Charakter vorstellen. Taria, eine Heldin aus der Welt von Fire Emblem Awakening. Taria ist eine Dunkelmagierin aus
Pelgia, die sich von Chrom überzeugen ließ, zur Armee von Izie überzulaufen. Sie ist stur, verschlagen und übertrifft alle beim Verfluchen. Sie hat sich auf der Stelle in Robin verliebt und beobachtet ihre Schicksalsperson heimlich, aber stetig. Er verwendet ein Buch mit vielen Sprüchen, aber ihr Hauptaugenmerk liegt auf der dunklen Magie. Ihr Krieger-Spezial ist Nosferatu, der Gegner ein KP-Abzähler. Okay. On Hinoka and Sakura, but I see right through you. Now die! Oh, wir spielen mit ihr sogar. Naja, einfach kämpfen. So, das ist ein Bogenschütze. So. Komm schon. Komm. Die Festung übernehmen. Ja, bin schon dabei. Aber erstmal muss ich die Typen hier besiegen. Das sind... Ah. Okay, verstanden. So, einfach besiegen. So. Falsch, andere Seite. Aber ich muss erst mal gucken, wo der ist. Hier unten lang. So. Der hier. Ach so, der ist sogar schwächer als wir. Perfekt. Ah, stimmt, wir haben Lanze, deswegen. Naja. So. Mal schauen, was jetzt passiert. Hab ich's? Ja, die Festung übernommen. Irgendwo ist hier jemand, ja, Sakura. Ich glaube, die tue ich sogar jetzt mit ihr rein. So. Einfach bekämpfen. So. Hier. Und der ist auch da. Dann den Vorderposten einnehmen. Moment, ist doch unser Hauptding. Als ob die Mitte versucht gerade... Hä, warum? Ist gerade unsere Mitte so gefährdet. Naja, laufen wir hin und schauen, dass wir die besiegen. So. Einfach besiegen. So. Und der ist down. Die hier. Was mit den Bogenschützen? Okay, eben nicht. Egal. Muss kurz hier drin bleiben. Damit die Burg sich heilen kann. Den Fehler habe ich ja letzte Folge gemacht. Dadurch wurde unser Hauptquartier eingenommen. Weil ich nicht drin geblieben bin. Ready for orders. Understood. So. There's no time. What's my tap? I'll see that it's done. So. Einfach Schuss. So. Setze rasch die Feindlichen. Ich bin schon dabei. Einfach besiegen. Da ist Robin, okay.
Moment, kann ich nicht einfach den hier machen? Moment, stopp, stopp, stopp. Ja, kann ich. So. So. Mal schauen. Der ist Festungskommandant, der ist down. Der? Auch down. Dann nehmen wir jetzt sie kennen. Einfach bekämpfen. Wo ist denn sie? Da. Okay, hier. So. Komm, 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 komm. Ja. Okay, down, down, down. Komm. Wir müssen immer noch 500 Gegner besiegen. So. Du nochmal. Wir machen echt wenig Schaden. Frederick. Machen wir es einfach mal so. Ja. So. Einmal so. Bist du dabei? Und so, jetzt. Keine Ahnung, wie viel Schaden das macht. Sehen wir jetzt. So. Nicht mal so viel, als ob das so wenig Schaden gemacht hat, ne? So. Hä? Wieso macht das so wenig Schaden? Ich glaube, ich bin einfach. Ich muss echt die Fibeln nochmal einsetzen privat. Dann zwischen den Folgen. So. Hier. So, Anna. Da mit dir. Komm, einfach nur Angriff, 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 Angriff. Komm. What? Woran erkennt man, wer den Schlüssel hat? Egal. Right. What? Right. So, einfach angreifen. Obero. Als ob der hinter mir ist. Bro, meine Fresse. Bitte was? Komm, jetzt, danke. Komm. So, ebenso. Gut. Das sollte sie langsam mal down kriegen, hoffe ich. Ja, danke. This meets my I won't allow you to lay a hand on Lord Takumi. Auch Leben. Yes, sir. Roger. Let's open the gates and draw them in. That way we can just pick them off. So. Irgendeiner von euch hat den Schlüssel, glaube ich. Müsste zumindest ihn haben. Frederick, warum gehst du aus der Festung raus? So, du musst nur in der Festung bleiben und dann dürfte der eigentlich geheilt werden. Ich hab den Schlüssel, perfekt. Enemies got in your way? I wish I could fight with you.
Naja, einfach dahin gehen und schauen, dass ich Gegner besiege. Habe ich nicht schon? So. Das ist über alle Festungen besetzen, okay. So. Wer ist down? Okay, dann müssen wir schauen, dass wir alle Festungen jetzt besetzen. So. So. Wer ist down? Okay. I know the Hoshiden Army's limits. Let's see where we stand after the first wave. So. Gut, da hinten fliegen zwei Pegasus-Ritter, glaube ich. Hier. So. Hier, der ist down. Ready for orders. Ready for orders. That's not possible. Luftritter. Angriff. Understood. So, ich kann da runterspringen, mache ich jetzt aber noch nicht. Sondern ich hole mir den Luftritter da hinten. Let's push this wave back now. Give them time to breathe and we'll be in trouble. So, hier. Hier. Mal schauen. Ja, ein Luftritter wurde schon besiegt. Der zweite ist jetzt auch dran. So. Hier. Okay, Luftritter ist down. Ich muss mich beeilen. Fuck. Sonst hätte ich die ganzen Leute da hinten besiegen können. Schade. Doppelverteidigung. Greift den Gegner an, während die Schildleiste des aktiven Charakters voll ist, wird Doppelverteidigung automatisch aktiviert. Sein Unterstützer kommt und schützt ihn. Gut, hier. Alter, da sind sehr viele Leute drin, hier drin. Alter, hier sind sehr viele starke Gegner drin, so, sagen wir es so. Lucina Level Up. So. Wie viele Gegner haben wir denn gerade besiegt? So. So, down mit dem hier. So. Frederick? Yes, sir. Roger. Du gehst dahin. Und wir holen die Truhe. Neue Waffe. Ja, eine Festung ist noch offen. Und das Lucina gerade drin. So, hier. So. Perfekt. So. What? Right. If you are looking for a fight, now you've got one. Das wollte ich nicht. Scheiße, A gedrückt. Meine Fresse. Egal. Hier. Ich spiele mit Lucina jetzt. So. You've got excellent taste. So,
So, Chrom geht hinter. So. Und noch mehr Kräuter, ja, das ist wahrscheinlich mit dem letzten Ding drin. Ja, dann müssen wir jetzt euren Bruder besiegen, Sakura. So. Mercy is for the weak. So don't go expecting any. You're nothing more than a bullseye. Okay, ach, das war unser lieber Darian. So. So einfach bis einfach angreifen und schauen, dass unsere Anzeige sie auffüllt. So. So hier. Perfekt. Das funktioniert so. So, machen wir noch den hier. Und scheiße, schon gewonnen. Okay, fertig. Okay, wer ist jetzt der Held von dieser Schlacht? Werden wir noch rausfinden, bestimmt. One day I will match him. For now I do my best. Done, everyone. The medicine is ready. This should do the trick. It seems to be working. Ah, oh, what a relief. All he needs now is some rest. That was truly amazing. Thank you. Robin is right. I don't know what we would have done without you. You all saved my life, after all. It's only natural for me to want to help. Sakura is known within the Hoshiden army for her medical skills. She's especially gifted in battlefield medicine. We'd be in trouble without her. You're so strong, though, Hinoka. I know I can always count on you. And I bet these people can now, too. I can tell you are all very close. We are all bound tightly to one another. Do you have any siblings, Prince Chrom? I do have an elder and a younger sister, but you need to stop calling me Prince. Just treat me as you would anyone else. It's how I prefer it. I see. So I should just call you Chrom? And you can call me Lucina. Very well. I understand, Prince Chrom. Oops, I mean Chrom. And that's what happened. There is no need to cause us harm. Listen, I understand. Now will you please untie me? Lord Takumi, are you all right? I'll untie you right away. Oof, ouch. That's definitely gonna bruise. Why did this happen just to you? What? I was the only one? What about you and the others? None of us were tied up. Prince Takumi resisted so violently that no one felt safe otherwise. I feel like that's an exaggeration. At any rate, I must apologize. And if my sisters have joined you, then I will too. Happy to make your acquaintance. Okay. Nochmal, das ist auch geschafft. Und Lucina war der Held dieser Runde. One step closer, changing my fate. Okay. Einfach mal alles mitnehmen.
Okay. Our bond is stronger than fate. I feel like I know you a little better now. Komm, Schulterplatte, Darians Gewand. Our bond is stronger than fate. I suppose we've developed a bond of sorts. My heart feels strangely full. I feel like I know you a little better now. Die sagen also immer das Gleiche, gut zu wissen. Takumi steht uns zur Verfügung. Kämpfe mit einem dominierenden Bogenstil für geübte Schützen und stoppt die Gegner mit einem starken Angriff. Okay. Wir halten wieder ein Meistersiegel. Okay. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Ciao. Euer Gladius.